Hallihallo und herzlich willkommen auf diesem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute geht es mal um meinen alten Freund, den Feigenbaum. Und wenn ihr wissen wollt, wie der jetzt aussieht und was der so macht, ja, dann bleibt doch einfach mal dran. Der ein oder andere kann sich vielleicht noch daran erinnern. Ich verlinke das nochmal oben in der Ecke, als ich den gekauft habe. Da steht er 1,99 Euro. Man glaubt es kaum, das war ein guter Aldi-Einkauf. Ja, wie die Zeit vergeht. Die Kleinen werden immer größer und irgendwann, ja, verlassen sie das Haus. Er aber nicht hier. Er bleibt schön hier. Ja, 5 Jahre ist das jetzt her. Unglaublich, oder? 1,99 Euro, 5 Jahre. Und alle beide, ich hatte ja 2 Stück gekauft, habe die hier beide einfach nebeneinander gepflanzt, sind alle beide was geworden. Und weil die natürlich immer relativ klein sind, die Feigen, ganz am Anfang, wie gesagt, mit dem Mai, die müssen natürlich noch durchreifen, kriegen die von mir wirklich immer relativ viel Wasser. Ich kipp da meistens immer so, ach, weiß nicht, alle paar Tage immer mal bestimmt 5 Liter Wasser rein hier in meinen schönen Ring. Ja, dann wächst das gute Stück, ne? Wollen wir mal gucken, was das für eine schöne Feigenernte wird dieses Jahr. Da sind jetzt mittlerweile Feigen ohne Ende dran. Im letzten Jahr hatte ich eine einzige Feige geerntet. Wir haben jetzt Mai, Mitte Mai. Und sieht das nicht gut aus hier? Die Feigen selber entwickeln ja keine Blüten. Das sind ja letztendlich die Blüten der Feige hier. Das ist auch ein Selbstbefruchter, weil normalerweise muss ja diese komische Feigenwespe da rein und die Feige dann befruchten. Bin der Meinung, gibt es aber hier in diesen Landen nicht. Deswegen müsst ihr euch dann eine Selbstbefruchtersorte kaufen. Ihr könnt ja sehen, ich habe hier gleich 2 mir geholt. Und der Baum selber wird ja bis zu 10 Meter groß. Also ihr müsst ihn schon mal irgendwie ordentlich stutzen. Und dann wachsen hier diese schönen leckeren Feigen. Hier immer so, direkt an diesem Stamm hier. Was muss ich gerade entdecken? Mein Baum kriegt Nachwuchs. Guckt euch das mal an. Im Süden können Feigenbäume ja auch 2-mal geerntet werden oder beerntet werden. Jetzt kommen wieder die nächsten kleinen Feigen. Wir haben jetzt Mitte Juli. Da hängen schon mal die richtig großen schön. Ich glaube 5 Stück habe ich. Und jetzt beginnt die zweite Runde. Die zweite Runde wird eingeläutet. Mit den nächsten Kleinen. Das ist aber so, dass diese jetzt noch wirklich kleinen Feigen, also glaube ich, keine Chance haben, wirklich noch richtig auszureifen. Wir werden das ja sehen, wir probieren das mal aus. Düngen braucht man auch nicht viel. Gerade Feigen, die im Freiland stehen, die brauchen eigentlich nicht wirklich viel Dünger, zusätzlichen Dünger. Ihr könnt das, wie gesagt, im Frühjahr ein bisschen machen. Vielleicht zwischendurch mal so ein bisschen noch Kompost einarbeiten oder sowas. Ansonsten würde ich da gar nicht viel machen. Zurückschneiden oder irgendwas würde ich jetzt auch nicht. Davon ist dringend abzuraten. Nicht so wie beim Apfelbaum oder so. Denn die Feige, die muss nur im oder darf nur im Frühjahr zurückgeschnitten werden. Sonst nimmt die euch das echt übel hier. Ne? Also lasst sie einfach wachsen und dann geht im Frühjahr dabei. Ja, und zum Gießen. Ich gieße eigentlich relativ viel. Habe aber auch hier so ein bisschen abschüssiges Grundstück. Da läuft das Wasser immer relativ schnell ab, sag ich mal so. Staunässe sollte nämlich echt tunlichst vermieden werden. Und immer schön feucht halten hier, die gute Feige. Da bin ich ja mal gespannt hier mit diesen kleinen Dingern hier. Da bin ich ja richtig überrascht, dass da nochmal so viel kommt. Mal gucken, ne? Es ist soweit. Die erste Feige wird geerntet. Die platzt schon aus allen Nähten hier. Guckt euch das mal an. Was für eine Feige hier. Das ist doch mal ein Oschi, oder? Weich ist sie auch schon. Die erste Hammerfeige von meinem super Aldi-Bäumchen hier. Hier ist noch eine hier. Da könnt Glück haben, die reift auch noch. Und die vielleicht auch noch. So, jetzt werden wir die mal durchschneiden und gucken uns die mal von innen an.
das kann sich doch sehen lassen. Also ich löffel die jetzt einfach mal. Spinner. Ein Wahnsinn. Bio. Wahnsinn. Eine Bio-Feige hier aus dem Norden. Ja. So kann's gehen. Wer hätte das gedacht? Aus dem kleinen Aldi-Stämmchen die erste Feige. In dem Sinne sage ich, Leute, wenn euch das gefallen haben sollte, würde ich mich über einen Kommentar freuen. Daumen hoch, Abo setzen und baut Feigen an hier. Das Wetter wird immer besser hier in Deutschland. Tschüss.